Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Ja. Nicht ganz zufällig sind wir genau in der zweiten Etage, da wo die Ausstellung anfängt. Das ist ein kleiner Rundgang. Man wird gleich konfrontiert tatsächlich mit einer Menge UKW-Radios und ich sag mal so eine Art Wissensplattform, das Radio und ich. Erklären Sie doch mal ganz kurz, wenn man jetzt hier kommt als Schulklasse oder auch als Einzelbesucher, jetzt geht's ja wieder, zumindest vorübergehend, bevor Delta zuschlägt, was man hier tatsächlich machen kann und was einen erwartet. Genau, machen ist das Stichwort. Also wir haben auch schon von Anfang an eine Ausstellung machen wollen, die sehr interaktiv ist, also wo man eben nicht nur die Geräte abschreitet und dann irgendwie eine Chronologie von 100 Jahren Radiotechnik gesehen hat, sondern man soll von Anfang an selbst befragt werden, interaktiv werden. Machen wir es doch mal konkret, gehen wir doch mal hier sehr rüber. Gerne. Und also wie gesagt, hier gibt es eine Menge FM-Radios. Genau, wir nehmen uns ein kleines UKW-Radio mit, denn mit diesem kann man durch die Ausstellung gehen und auf 7 verschiedenen Frequenzen historische Töne hören, jeweils den verschiedenen Themen zugeordnet und am Ende auch noch das selbstgemachte Radio unserer BesucherInnen. Und dann schreitet man weiter und wird erstmal gefragt zum Thema Radio und ich. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsradiosender? Wer Radio 1, wo kann ich das hier eindrücken? So, da werden und wir Inforadio. Glück haben, denn ich nehme jetzt mal irgendwas. Nee, nicht irgendwas, bitte. Nee. Wir wollen das hier nicht verfälschen. Ja, ich wollte nur das Ergebnis sichtbar machen, möglichst schnell, denn... Nee, die Zeit haben wir. Ja, gut. Inforadio, RBB vielleicht unter R. Ja. Nee, und Radio 1 auf alle Fälle, und da sind wir hier nicht drin. Doch. Das glaube ich doch. Ansonsten würde ich sagen, ganz diese Ausstellung richtig. Kann man nicht empfehlen. Da ist es. Hier ist es. So, dann drücke ich OK. Radio 1 ist mein Lieblingssender. Und wer ist auf Platz 1? Radio 1. Unter allen Besuchern. Ah, das kann man ja nochmal kurz übersetzen für die, die das Visual Radio gerade nicht gucken. 47 von 451 Besuchern sagen Radio 1. An zweiter Stelle ist, ich sag's ruhig, weil wir sind ja auf Platz 1, 98,8 KISS FM. Und dann kommt schon der Deutschlandfunk. Das ist jetzt passenderweise zur Medienanalyse, die am Mittwoch herausgekommen ist, natürlich super, dass wir hier eigentlich, sagen wir mal, unter den Radiointeressierten die Nummer 1 sind. Definitiv. Man merkt an den Zahlen, 451 Stimmen wurden abgegeben. Wir hatten lange zu. Es haben natürlich auch nicht alle Besucher in ihre Stimme dann auch wirklich abgegeben. Mhm. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass die Leute, die hier sind, ihre ganz persönliche Geschichte mitbringen. Also alle haben ihren eigenen Lieblingssender. Und eben auch ihre eigenen LieblingsmoderatorInnen, da kommen wir später auch nochmal dazu. Und auch ihren eigenen Bezug zu Radio, also was ist Radio für mich eigentlich? Mhm. Ist es ein vertrauensvoller Gesprächspartner? Ist das einfach nur das Hintergrundgeräusch, ein Freund? Genau. Und all diese Begriffe, was Radio eigentlich sein kann, kann man dann hinter diesen interaktiven Klappen entdecken. Beispielsweise hier auf dieser Klappe ist eine Uhr abgebildet. Wenn ich die zur Seite schiebe, sehe ich, okay, Radio ist aktuell. Also ist, dann wird einfach in einem Text erläutert, dass Radio das schnellste Medium ist, was man sich quasi vorstellen kann. Es passiert was und zack hat man die Live-Sendung und es erreicht auch im Optimalfall sehr, sehr viele Menschen. Obwohl ich sagen würde jetzt als Radio-Nerd, das ist wahrscheinlich nicht das Hauptexponat, was die Leute hier anfassen, sondern das sind dann schon, und da können wir gleich mal weitergehen, dann sicherlich diese Originalstücke, die Sie haben. Auf was sind Sie besonders stolz? Vielleicht auf das Älteste, was hier steht? Was ist das genau? Wo sind wir hier? Das sieht aus wie so eine Funkerstube. So ein bisschen. Das sind Wirtschaftsrundfunkempfänger aus Nauen. Das sind aber tatsächlich nicht die ältesten Sachen. Wir haben eben auch überlegt, wann beginnen wir eigentlich mit dieser Ausstellung? Genau, ne? Wann beginnen Sie? Ja, das war so die große Frage. Wir beginnen nicht bei Hertz und der elektromagnetischen Welle, das wäre zu weit zurück gewesen. Wir beginnen aber im Ersten Weltkrieg. Ah, da gehen wir mal rüber, das ist eine andere Vitrine. Da ist was von Generalstreik zu lesen auf einer historischen Plakatwand. Fernsprecher, Signalisten, Funker. Wer wurde da angesprochen? Das waren also die professionell natürlich mit Funken zu tun hatten. Genau, das war nach dem Ersten Weltkrieg. In der Novemberrevolution hat der drahtlose Funk einfach eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und die Leute, die im Ersten Weltkrieg eben Angehörige der Funkerkompanie beispielsweise waren, wurden hier mobilisiert, um eben in der Novemberrevolution dann für die eine oder für die andere Sache aktiv zu werden. Und das war sozusagen das Internet von damals, ne, wenn man so will. Die Social-Media-Leute, die sich dann mit einer Facebook-Revolution, würde man das heute übersetzen, organisiert haben. Ich wollte gerade sagen, genau, auch die Inhalte, die heutzutage auf Social Media irgendwie stattfinden, sind ähnlich kontra- oder konterrevolutionär oder
oder sonst wie politisch. Und das ist auch tatsächlich die Erzählung, die wir hier mit diesem Startpunkt des Ersten Weltkriegs oder der anschließenden Novemberrevolution auch herbeiführen, dass wir sagen, das Radio war von Anfang an auch politisch. Also wir wollen hier auch nicht nur einfach die, wie ich schon sagte, die technische Geschichte erzählen, sondern immer auch die Bedeutung für das deutsche Rundfunksystem erzählen. Und in dem Fall ist es einfach, wir wollen die Seite der Politik einerseits, der des Staates, also der Deutsche Rundfunk wurde zum Staatsrundfunk, andererseits aber auch der sogenannten subversiven Elemente, die dann eben durch Selbstbauen, illegales Hören oder anderen politischen Forderungen das Gegenteil versucht haben zu erreichen, des Staatsrundfunks. Wir müssen mal, damit sich der Besuch überhaupt noch lohnt, hier ein bisschen komprimieren, ja, gerne. Und vielleicht das Highlight empfehlen, weil sonst könnten die Leute zu Hause bleiben und hätten durch unsere plastische Schilderung keine Lust mehr vielleicht auf diese Ausstellung, was wir nicht hoffen, sondern wir wollen neugierig machen. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der, ich sag mal, Radio 1 hört, ja, und vielleicht auch noch das Inforadio, also auch sehr wortgetriebenes Radio gerne mag, was er hier unbedingt sehen sollte und worauf er sich schon vielleicht auch mental vorbereiten kann? Das ist die goldene Mitte der Ausstellung. Das ist eine Großvitrine, der sogenannte große Empfang. Da gehen wir doch mal ganz kurz hin. Dazu muss man sagen, das ist eine riesengroße Vitrine. In drei Etagen befinden sich unterschiedliche Geräte und davor ein Touch-Display. Etwa so groß, sage ich mal, 1 Meter mal 80 Zentimeter. Da kann man jedenfalls ordentlich was bewegen. Was kann man hier machen? Ich glaube, es hat sogar über 40 Zoll, das Touch-Display, genau. Wir haben abseits der ganzen historischen oder kulturellen Erzählung, die wir in dieser Ausstellung haben, noch andere Objekte, die nicht in diesen Rahmen gepasst haben. Objekte aus unserer Sammlung, die was ganz Besonderes sind, also Unikate, besonders schöne Objekte oder auch vielleicht besonders hässliche Objekte. Und diesen Objekten, wie auch unsere Arbeit als Museumsstiftung, dass wir eben Radio sammeln, wollten wir eine große Bühne bieten. Und das haben wir mit dieser Vitrine gemacht, dem großen Empfang. Und hier sind 38 Objekte bzw. kleinere Objektgruppen drin, die alle eine Stimme haben. Also man kann als Besucherin diese Objekte zum Sprechen bringen. Da wir Radio sind, machen wir das einfach mal. Genau. Wir aktivieren den Touchscreen, dann leuchtet diese Vitrine einmal wunderbar auf und dann kann man sich ein Objekt aussuchen. Da gibt es nochmal eine schematische Darstellung dessen, also genau in derselben Ansicht wie die Vitrine, nämlich die unterschiedlichen Exponate in der richtigen Reihenfolge positioniert. Ich schlage mal vor, wir klicken erstmal klassischerweise auf etwas, was man normalerweise im Radio nicht hört, das ist dieses Trichtergrammophon oder der Trichter, was ist das? Der Trichterlautsprecher, genau, da klicken wir jetzt einfach mal drauf und dann spricht das Objekt zu uns. AEG Trichterlautsprecher, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft um 1925. Möp. Horninstrumente wie Posthorn, Trompete und Tuba sind für ihre Schallverstärkung seit der Antike bekannt. Bei Phonograph, Grammophon und Hörrohren kommt dieses Konzept ebenfalls zur Anwendung. Das ist jetzt nicht natürlich original aus dem Trichter, sondern das ist ein Lautsprecher, der zu uns spricht. Wie würde das klingen, wenn der Trichter original spräche? Wahrscheinlich quäkig, ne? Wahrscheinlich quäkig, genau. Weniger digital aufgelöst, möchte ich sagen. Diese Aufnahmen sind natürlich alles noch lebende Menschen, die wir exklusiv angefragt haben. Stefan Lehmann war das jetzt eben, den wir gehört haben, von Antenne Bayern. Denn wir haben unsere BesucherInnen und auch die KollegInnen und andere Menschen gefragt, was sind eure LieblingsmoderatorInnen? Wirklich deutschlandweit. Und aus all diesen Nennungen, Namensnennungen und dieser langen Liste haben wir versucht, möglichst viele RadiomoderatorInnen für eine Objektpatenschaft zu gewinnen, die dann den Objekttext eingesprochen haben. Und man kann sich hier eben durch diese 38 Objekte klicken und dann auch immer raten, wer da eigentlich gerade spricht. Dann machen wir das mal per Zufall. Ich suche mir jetzt ein Exponat aus. Das ist hier so eine Art Rahmenantenne. Wie spricht die? Die ist etwa so einmal mal ein Meter, ein Quadratmeter, sieht aus wie ein Drachen eigentlich. Rahmenantenne nach F. Braun. Deutsche Telefonwerke und Kabelindustrie AG 1925. Die Suche nach gutem Empfang beschäftigt Sendende und Hörende gleichermaßen. Der Physiker Karl Ferdinand Braun bringt den Richtfunk, also das zielgerichtete Senden und Empfangen, mit seiner Forschung bedeutend voran. Aufgrund seiner Erkenntnisse werden Antennen für den Überseeempfang mit bis zu 20 Meter Schenkellänge und bedeutend kleinere für den Ausgebaut. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, welcher Sprecher das ist. Der hat eine sehr markante Stimme, ist schon ein älterer Kollege, aber mir fällt der Name nicht ein. Carlo von Tiedemann. Ach,
das ist Carlo von Tiedemann. Ja, den erkennt man jetzt, jetzt hört man es. Das war auch eine konzeptionelle Überlegung. Wir wollten die Namen hier nicht stehen haben. Man soll stehen bleiben, sich wundern, woher kenne ich diese Stimme nochmal? Und dann am Ende kommt der große Aha-Effekt. Ah, weil dann sagen die Sprecher in ihren Namen, für Sie live aus dem Studio, Carlo von Tiedemann. Gut, dann vielen Dank. Was hier noch zu sehen ist, mir leuchtet hier ein riesengroßes grünes RIAS-Logo entgegen, einer Abspielstation für Tonbänder und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Aber nicht ohne, dass Sie uns noch mal sagen, wie unter diesen Pandemiebedingungen der sich heranschleichenden Delta-Variante hier möglicherweise dann wieder Einschränkungen sind. Ich habe aufgehört, Prognosen abzugeben. Im Moment können die BesucherInnen sehr gern vorbeikommen, ohne Test, ohne Anmeldung. Mit FFP2-Maske ist der Besuch gestartet. Von wann bis wann? Im Moment von 11 bis 17 Uhr, außer dienstags bis 20 Uhr. Und jetzt noch die Internetadresse, damit man sich vielleicht schon mal ein bisschen vororientieren kann. www.mfk-berlin.de. MFK steht für was? Museum für Kommunikation, -berlin.de. Okay, dann vielen Dank und toi, 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 und dass hier möglichst viele sich, die auch Radio interessiert sind, da noch eine Prise Radiogeschichten holen. Das gleich Schleichwerbung für ein Buch vom Funkerberg. Vielen Dank. Sehr gut. Gerne.